Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Freitag. Und ja, wir sind heute nicht in Heiligenstadt, sondern wir fahren heute eine fünfte Runde nach Gaggenau und bewegen uns gerade auf die Leitstelle zu. Ankunft 6.49 Uhr, also wie immer in der Zeit. Augen rechts, ja, mein Auflieger ist schon wieder voll und es steht trotzdem noch Material da. Ja, die haben eine Extrafahrt bestellt, weil sie heute doch arbeiten, dafür am Montag nicht, aber mir wurde zugesichert, es ist für jeden Tag nächste Woche, also für viermal gesichert Material da. Und das Ganze wurde gestern kurzfristig, ja, anberaumt. Da hatte ja schon sowas in Gaggenau gemunkelt. Aber es war nicht ganz sicher, ob das klappen würde. Also. Aber es ist ja relativ einfach zu organisieren. Ich fahre einfach meine fünfte Runde, wie sonst auch immer. Oh, ist doch perfekt hier. Würde ich mal behaupten, nur ein anderer LKW, besser kann es gar nicht gehen. Ja, ich würde einfach mal sagen, bis später. So, wir sind fertig nach 8 Minuten. Starten wieder durch. Ah, war gerade wieder ein bisschen lustig. Lustig insofern, man fragte mich, ob ich denn schon gescannt hätte. Ich sag, wie gescannt? Dachte, jetzt gibt es schon wieder neue Methoden, ja. Muss man sich hier einscannen oder so. Fragte, hast du dein Handy dabei? Ich sag, nö. Nein, mittlerweile haben die es eigentlich auch schon mitbekommen, dass ich nicht so Smartphone-affin bin, ja. Dass ich meine, ich kann nicht leben, ohne das Ding auf Tasche zu haben. Auf jeden Fall sage ich, was gibt es denn als zu scannen? Ja, da wäre so eine Bewertung, also man kann da was scannen und dann kann man da irgendwo bewerten, wie man das hier findet. Ne? So Parkplatzsituation, Toiletten, hast du nicht gesehen, Freundlichkeit der Mitarbeiter, ich habe keine Ahnung. Und da sage ich, naja, ich glaube, das ist jetzt nicht so gut, dass man mich da befragt. Und da sagt der eine sofort, den kenne ich ja schon ewig, der hat ja drüben auch immer den Ersatzstaplerfahrer gemacht. Da sagt er zu mir, du meinst die Toiletten? Ich sag genau. Ich sag, ich komme aus dem Urlaub zurück, ist die Toilette kaputt. Ich sag, das ist aber jetzt schon 3 Wochen her. Na? Und irgendwie tut sich da gar nichts. Vor allem haben sie die ganze Wand hier aufgekloppt. Und ich sag, außerdem renne ich schon seit 1,5 Jahren immer über die Schranke zurück, wenn ich den Zettel zum Pförtner gebracht habe, weil sie seit 1,5 Jahren das entsprechende Relais nicht rankriegen, ja. Und da haben die nur gelacht, ne. Ich meine, ich sage, ich bin nicht unzufrieden mit Gaggenau. Ich kenne ja auch andere Abladestellen und damit meine ich durchaus hier, also von der gleichen Firma aus, an andere Werke, wo es nicht unbedingt schöner oder besser ist. Aber wie gesagt, die sind schon goldig. Ich meine, ich komme jetzt
bin ja jetzt am 15. Oktober, hier habe ich ja die 7 Jahre Gaggenau voll gemacht. Also ich weiß, wovon ich rede. Mädels, bleibt mal nicht stehen, ey. Ist nicht so gut. So. Ah, er steht wieder. Ich hab's immer lieber, wenn er nicht da steht. Vor allen Dingen früher der Kollege, der den Job da gemacht hat, der stand immer, wie soll ich sagen, er stand immer näher dran. Oder ist es auch okay, wenn sie weiter wegstehen? So, jetzt wollen wir uns mal da durchmogeln, ne? Ja klar, da fahren noch 2 mit dem Fahrrad quer. Oh, wie geil ist das denn? Jetzt einmal bis. Nee, das war. Ach, hör bloß auf, du! Ihr und eure Organisation hier, du. Ihr könnt doch von. Ja, ja, ihr könnt vom Glück sagen, dass wir so flexibel sind, ja? Ich habe gebetet, dass du kommst. Ich habe Angst gehabt, dass du nicht kommst, dass ein anderer kommt. Nee, das war doch klar. Das war doch der einfachste Weg für die. Einfach zu sagen, komm. Da machst du eine fünfte Runde und ich bin auf den Hof gekommen gestern und er hatte eigentlich mir am Donnerstag gesagt, wenn du auf den Hof kommst, kannst du Auto direkt an den Zaun stellen für Freitag, du fährst nach Heiligenstadt. Ich bin mitten auf dem Hof stehen geblieben, bin erstmal nach oben gegangen und dann sagt er ja morgen normal. Ich sag ja, ich habe den Braten schon gerochen. Nein. Also für mich ist nur wichtig, dass für nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag immer was da ist. Ne? Freitag fahre ich dann von mir wieder Heiligenstadt oder was. Nee, du hast immer. Ja, super. Alles klar. Ja, ja, klar. Er hat gar nichts, er hat nur angerufen und mein Chef hat es geregelt. Der hat es dann organisiert. Das war für ihn jetzt nicht so schwer. Er hat gesagt, du fährst einfach morgen gar genau und eben ein anderer fährt, wenn ich da mittags reinkomme, nach Heiligenstadt. Ne? Wie, die wollen nicht tauschen? Oder was? Die anderen kommen mit ihrem eigenen Trailer, nicht mit deinen zwei. Verstehst? Ach so. Da kommen die nehmen den Trailer. Mit einem anderen Trailer kommen die dann? Kann doch gar nicht sein. Nein, das kann aber nicht sein. Die müssen mit einem der beiden kommen, die hier laufen. Verstehst mich nicht. Ja. Die beiden laufen.
Ja. Aber wenn jetzt ein anderer LKW kommt, der hat seinen eigenen Trailer. Wenn der dir was bringt, Beispiel. Dann hat er einen der Gaggenau-Trailer. Geht ja nicht anders. Wenn er nichts bringt, du bringst ja nichts oder bringst du was? Ja klar, Auto ist fast voll. 19 Tonnen, Alter. 19 Tonnen. Ich bring dir auch. Weil zu mir hieß es gestern, der bringt nichts, der holt nur ab. Ja klar, dann hätten sie mich nämlich wieder woanders hingeschickt, irgendwo bei den Laden. Hör auf. Alles klar, ne? So, mitgebrachten abgestellt. Jetzt werden wir den anderen mal kurzerhand aufnehmen. Na. Verzug auf dem Rückweg, aber das kann sich, bis wir dann endgültig losfahren, noch wieder ändern. Aber ich freue mich wieder darüber, dass ich jetzt einfach sehe, was los ist auf der Strecke. Wenn er jetzt hochgepumpt ist, dann werde ich ein bisschen mehr meiner Arbeit nachgehen. Hol euch später wieder ins Boot. So, jetzt sind auf dem Lieger noch wieder in die Position schieben. Dann wieder umsatteln und dann sind wir abfahrbereit. Vorne ist wieder der E-LKW. Da gibt es eine andere Firma, die auch täglich kommt. Der hat auch so ein Ding, so ein E-LKW, hat er mir gezeigt. Totalausfall bei dem guten Fahrzeug. Das war's. So Leute, wir sind fertig. Ankunft 12.25 Uhr. Naja, muss ich schon wieder eine Minute 30, sagt mir das untere Navi, draufrechnen. Ja. Aber okay, also sprich 12.30 Uhr. Ja gut. Wir haben einen Auftrag heute, oder ich habe einen Auftrag heute von meiner Frau, und zwar soll ich auf jeden Fall Fischbrötchen mitbringen. Das wird sowieso irgendwie ein Fischwochenende. Ich muss da mal schnell nochmal. Ganz gefährlich jetzt hier. Der Radfahrer auf der falschen Seite. Von rechts kommend, kein Radweg. Da haben wir mal schnell übersehen, den Kerl. Ich weiß nicht, ob er sich darüber im Klaren war. Wo ist denn hier am Klappern, ey? Ah, mein Lieblings, Wachabender oder Sicherheitsmann war gerade am Telefonieren, sonst hätte er mich bestimmt wieder mit militärischem Gruß verabschiedet.
So. Ja, das ist auch. Der fährt wohl überall. Mal über den Bürgersteig, mal auf der Straße. Gerade eben noch so eine Nachricht gelesen. In Paris hat ein SUV in einem Radfahrer irgendwie geschnitten. Dann hat dieser wie wild auf die Motorhaube getrommelt und der SUV-Fahrer hat ihn dann mal eben über den Haufen gefahren. Ne? Ja, das ist so eine Sache. Also ich habe so für mich gedacht, sicherlich möchte man manchmal den Knüppel rausholen oder draufschlagen oder was weiß ich. So, also die Gedanken sind ja frei, ne? Wissen wir ja. Ich bin ja noch ganz schön entgegengekommen, indem ich hier, aber ne, wir wissen ja, Dank ist nicht. Echt. Da habe ich ihn schon, also ich bin ja ein ganzes Stück vor der Haltelinie stehen geblieben und ein bisschen rechts versetzt und trotzdem ziehen sie relativ dicht vorbei. Also ich sag mal so, ich bin ja heute Morgen ja auch abgebogen, der PKW stand aber weiter vorne. Ja, ich habe vor euch so ein paar Meter, nehme ich euch mit, so bis zur Autobahn oder was, ne? Auf jeden Fall. Dann, ja, werde ich erstmal, was haben wir denn, 8.49 Uhr, ja, bis dahin ist dann so 9 Uhr rum, kann ich zu Hause anrufen. Und ich hole euch dann später halt wieder ins Boot, wo ihr auf jeden Fall mit dabei seid, obwohl es ja gestern schon gelaufen ist. Ist, wenn wir dann Alsfeld Ost runterfahren, denn wie gesagt, mein Auftrag lautet, 3 Fischbrötchen einzukaufen. Und morgen gibt es auch Fisch, aber morgen dann Backfisch irgendwie. Ja, mein Gott, Junge, ist ja auch da. Und ich sag mal so, hier ist das jetzt nieselig, ne? Also unschön. Zwar mild, 14 Grad, aber eben unschön, so am Nieseln. Ich hoffe mal, das ist bei uns zu Hause auf jeden Fall morgen besser. Denn ich habe mir da ein bisschen was vorgenommen. Also morgen soll einiges, also ich will das nochmal ausnutzen mit dem milden Wetter und einiges der Arbeiten, die so draußen stattfinden müssen, abregeln. Vielleicht bekomme ich ja das Hühnergehege fertig. Die Räder sollen gewechselt werden. Na komm, aus dem Socken hier, was ist los? Na, der macht wieder Abgasreinigung im Moment. Hat er schon angefangen, als ich ankam. Aber egal. Ja. Nee, hier ist nicht so schön. Da hoffe ich doch mal, dass zu Hause ein bisschen, ja, dass, ein bisschen sonniger ist. Also gestern haben wir wieder einen wunderbaren Gang draußen gemacht. Dann gestern Nachmittag noch zum Tierarzt. Ja, jetzt ist Schluss mit Antibiotika. Man kann das ja auch nicht endlos fortsetzen. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass der Knubbel da klein bleibt oder noch weiter zurückgeht. Ja, und wir glauben nämlich schon, dass er ein bisschen die Nebenwirkungen jetzt durchschlagen mit Appetitlosigkeit und so Gedöns. Naja. Ah, ist das herrlich, wieder so ein paar Informationen zu kriegen. Also in 51 Kilometer haben wir eine Minute 20, das ist Bruchsal, das ist gar nichts. Da läuft das halt. Nein. Aber diese Infos, die haben mir gefehlt. Wenn nämlich da jetzt stimmt, 20 Minuten, dann würde ich überlegen, eben anders zu fahren. Wie gesagt, ich war erst ein bisschen betrübt wegen dem Wermutstropfen mit fehlender LKW-Parameter, aber ich glaube, ich kann darauf verzichten. In der Kombination ist zwar ein bisschen wild mit 2 Navis, mir wäre natürlich eins, was 100%ig funktioniert, lieber, das ist schon klar. Aber zum Glück weiß ich jetzt endlich,
was da Sache ist, woran es liegt. Und ich sag mal, privat können wir dieses noch gut nutzen, denn es rechnet schneller als unser altes Ding. Unser altes habe ich so zu meiner Frau gemeint, wir haben da ja mal 100 Euro für bezahlt. Vielleicht, es ist wie neu, weil wir es ja wirklich nur in 3 Urlauben benutzt haben. Und hin und wieder mal auch zwischendurch zu Hause, aber nur ganz selten. Nee, ist so gut wie neu und ich habe so gedacht, so vielleicht 45 Euro für jemanden, der sagt, ach ja, dann kann ich das im Auto hängen lassen oder was, und habe halt immer ein Navi und muss da nicht rumfummeln mit dem Smartphone. Naja, mal schauen. Es wäre blöd, es in der Schublade liegen zu lassen oder wenn es da nur rumliegen würde. Habe dann meinem Kollegen seins wiedergegeben. Ich habe ja gestern erzählt, ja, der hat ja so 5, max 7 Tonnen drauf. Ne? Ich hatte ja 23. Ja, von wegen 2 Tonnen hat der Bursche drauf gehabt. 2 Tonnen, der war nämlich nur halb voll mit der Ware halt. Ne? Und da hat er nur 2 Tonnen drauf gehabt. Und er hat so zu mir gemeint, er hat richtig gewartet darauf, bis die Steigungen kommen. Weil er wusste, dann würde er mich gnadenlos abschmergeln. Ja, bei uns, wie gesagt, soll es eigentlich noch ganz schön bleiben bis Montag. Und deswegen, wir haben gesagt, Sonntag gehen wir wieder mit den Hunden. Letzte Woche hatte ich ja irgendwie nicht so die Lust, aber mal schauen. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, was verbraucht er im Moment, 27,5, da wird natürlich noch hochgehen, weil ich bin voll, 8,66 Reichweite, 300 wegen 5,66, naja, da werde ich ihn so hinstellen, da gucke ich mal, ob ich dann Sonntag tanken muss. Nee, heute mache ich mich wohl schnell vom Acker. Gestern auch ein bisschen gestanden, gequatscht, schon bis der erst um 1:30 zu Hause. Gut, ist jetzt kein Riesenproblem. Haben sie alle grün gemacht, ja. Grün, mit viel Grün. Hier ist irgendwie unschön. Ach ja. Ich glaube, ich muss mal wieder die Fenster von innen putzen irgendwie. Obwohl, das kommt mir ja von der Dichtung. Aber das war ein Hauch schneller, hat mir jetzt einen Hauch schneller angezeigt, dass ich da... Nee, wie gesagt, bin ja eigentlich ganz zufrieden. Ja, dann heißt es für mich heute Nachmittag mit meiner Frau, ja, shoppen gehen ist Quatsch, wir fahren in den... Sie sammelt da Kastanien anscheinend. Wir fahren in den Nachbarort, 7 Kilometer entfernt, und müssen da so 2 Hundemäntel, die die Tochter mitgebracht hat, die aber überhaupt nicht passen, die müssen wir zurückgeben. Ich
ich hoffe, das funktioniert reibungslos, weil die, wie gesagt, überhaupt nicht passen. Und ja, wenn wir schon einmal da sind, dann machen wir nochmal einen Rundgang, weil da ich bekomme jeden Monat so einen 30-Euro-Gutschein, ist quasi wie so eine Anwesenheitsprämie. Und ja, der entsprechende Discounter ist aber dort im Nachbarort. Ja, ein bisschen was da einkaufen, um ja, Gutscheine zu verbraten. Ich bin nicht glücklich immer, wie das System arbeitet. Zu ruppig, bremst für meinen Geschmack zu spät und zu unsanft. Und man ist immer unsicher. Macht das jetzt, macht das nicht. Ja. Auspuffanlage, fetter Sound. So, jetzt habe ich schon mal geguckt, ja, da ist einer an meiner Spur, aber der wird an mir vorbeiziehen. So, und ich habe jetzt meine 64, 65 Klamotten drauf, gehe rüber. Da habe ich doch, ja, war das vor 2 Tagen oder was, da bin ich hier morgens gekommen über die 462, natürlich, ich meine, ich darf der ja 80 Kammerstraße, bin also, naja, ihr wisst ja, so ein bisschen schneller gefahren halt. Und was aber jetzt überhaupt also für diese Situation keine Bedeutung hat. Ob ich jetzt 80, 85 oder 90 fahre, hat einfach keine Bedeutung. Da fährt jemand auf. Und ich konnte nicht nach links gehen, weil ich mache das ja eigentlich immer, gehe nach links. Und lass die Leute rein, damit die Platz haben und auch damit ich nicht ausgebremst werde. Und was macht diese Person? Zieht mit, also wenn es 50 war, dann war das schnell, auf die Fahrbahn, direkt vor mir. Ich musste richtig, richtig hart bremsen. Hab natürlich dann auch ordentlich Hupe und Lichthupe gegeben, aber richtig hart. Und dann bin ich angekommen und dann habe ich meinen Staplerfahrer mal gefragt, sag mir mal, wie das ist da auf dem Beschleunigungsstreifen, wer hat Vorfahrt und so. Da musste er überlegen, ne? Und meinte, naja, okay, du auf der Autobahn, du hast Vorfahrt und so. Weil es sind wirklich, ja, und gestern war bei der Auffahrt Niederaula, die ich nachts immer benutze, eben um auf die A7 zu kommen, war auch Kollision zwischen LKW und PKW, also Streifschaden. Und da der linksseitig war, der Streifschaden an dem PKW war, ganz klar. Da hat auch wieder jemand ja, gemeint, der muss mich jetzt reinlassen. Oder ich weiß nicht, wie man LKW übersehen kann. Ja, manche sind ja dreist, ziehen dann raus. Aber wenn es relativ spät ist, dann werden sie ja nicht quasi mit der Ecke mitgenommen, sondern dann werden sie durchs Vorbeistreifen wieder mehr oder weniger zurückgedrückt. Wie gesagt, manche wissen es absolut nicht, wie da die Regeln sind, beziehungsweise machen das auch nicht richtig. Eben beschleunigen.
beschleunigen, auch mal einen Gang runterschalten. Auch wenn man sonst immer ganz ruhig fährt, was ich auch mache, aber dann ruhig mal in die Drehzahlen gehen. Ne? Ich meine, dafür kann man das ja machen. Also dafür ist ja die Leistung dann da. So, ich bote euch jetzt wieder aus, weil ich habe noch ein Bütterchen zu essen und dann danach werde ich erstmal telefonieren. Mal gucken, wo ich euch zwischendurch mal reinhole oder so. Ich schau mal.